Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Vampires Dawn 4 Unleashing of Chaos 2 Time Quest mit eurem Let's Play Retro und DSD Steve. eurem DSD Steve, genau. Vernagelt und ein undefinierbarer Geruch tritt aus. Es ist wohl besser so, dass wir nicht Bescheid wissen. Warum nicht? Ich will da reingucken. Och Mann, ey, wirklich, dieses Spiel könnte sogar Ich durchaus finde es mal auch positive schön, Ansätze haben. dass man hier von Gestank redet und da finden wir in der Kiste den Gifttrank. Ich finde es auch interessant, dass diese beiden Pflanzen da so hingestellt wurden. Auch Ja. diese Fenster wieder. Die Griffe des Bestecks stellen einen Totenkopf dar. Higgett, wie fies sieht das denn aus? Sind bestimmt Gruftis, die hier wohnen. Mann, ey. Manfred, man! Kennst du den? Nee. Blinded by the Light? Nee. Ach, Junge, Ich hatte das schon mal gehört, dieses Blinded by the Light, aber irgendwie. ey. Ah. Ist von Manfred Mann. Egal. Okay. Dann darfst du ihn sprechen. Wo soll ich sie denn nun herbekommen? Oh man, du führst sie zum Essen aus und gehst danach romantisch mit ihr spazieren, ey. So bekommst du jede Frau. Aber sag Alex. ihr ja, sie soll ihre Klamotten anlassen. Alex, was laberst Pilze? Oh, wenn sie Pilze hat, würde ich die Hände von ihr lassen, man. Alex. Nein, nein, es geht um Pilze. Irgendwo in einem Wald nahe der Wüste wachsen einige seltene Pilze. Die sogenannten Schieferpilze haben einen unglaublichen Geschmack. Er passt einfach in jedes Gericht. Jedoch ist diese Pilzsorte so selten, dass ich sie bisher nicht gefunden habe. Ja, wir suchen sie. Ich danke euch und wünsche euch viel Glück. Wenn ihr mir die Pilze bringt, dann wartet hier eine saftige Belohnung auf euch, nämlich gebratene Pilze. Nebenbei, der Pilz hat einen grauen Stiel, einen grauen Stiel, einen braunen Hut ohne Punkte. Okay. Dann. Dann Ja. werden wir diesen Pilz eines Tages finden. Da bleibt ihr gefälligst von! Entschuldigung. Den müssen wir vorher wahrscheinlich erst abschlachten oder so. Hier drin befinden sich alte Kleider. Einige sehen noch richtig gut aus. Es ist Oh. sogar mal okay, so in eine Kiste reinzutun. Das ist sogar. Das ist in Ordnung. Könnte auch ein Schrank von hinten gewesen sein. Ja, also. So, Waffenladen. Ich denke mal, neue Waffen gibt es noch nicht. Ah, oh, der Waffenladen ist ganz schön groß. Der sah von außen viel kleiner aus. Verkäuferin. Was hast du im Angebot? Zeig mal her. Wow, das ist echt ziemlich beeindruckend. Vor allen Dingen, dass es Lederzeug ist und hier ist so viel Leder, ja? Boah, hier hast du so gigantische Rüstungen. Hast du dann mit der blauäugigen Frau schon gesprochen? Nee. Hallo, Evri. Evri Recaller. Judith. Jüdis. Alles klar. Jüdis, ja? Früher waren hier Fische drin. Die waren so schön und. Lecker, Mann! Woran erinnere ich das bloß? Ich weiß es nicht. Früher waren hier mal Fische drin. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ich sage, es ist halt eine Zeitreise, ne? Vielleicht gab es das damals schon, auch wenn ich von der Zeitreise bisher nicht viel mitbekomme. Nee. Es scheint nicht so, als würden wir hier ein Buch finden, das interessant ist. Aha, warum muss. Unleashing of Chaos, schon wieder ein Spinner, der das im Regal stehen hat. Oh man, das Buch ist ja auch der Hit, ey. Nein. Einfach nein. Warum hat er nicht wenigstens Vampires Dawn-Anspielungen gemacht? Ich meine, Vampires Dawn gibt es tatsächlich als Buch. Ja, das ist zwar auch nicht gut. Das kann ich nicht beurteilen, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Es soll wohl, also selbst unter Vampires Dawn-Fans gab es Kritik. Naja, es scheint, als wäre das Haus voll von unnützem Zeug, das wir nicht looten können. Aber ich habe vor, mir das Buch auch noch zuzulegen. Viele der Bücher sind nur Attrappen. Auch ganz beliebt. Lea, es scheint, als wäre das Haus voll von unnützem Zeug, haben wir gerade eben schon mal. Ja, doch, man kann sich ja als E-Book holen, ne? Also, ja, das Buch reicht sich vor, mir mal zu holen. Ich meine, jetzt Paperback wäre natürlich auch schön, aber Ja. ja, klick einfach durch. Ist halt nichts drin, ne? Aus der Dupas. Topaz. Timo. Das große Haus gehört mir ganz alleine. Na, das ist doch was Feines.
Welch ein Segen! Ich kann hier alles stehen und liegen lassen, ohne dass mir eine Frau hinterherwischt. Ich kann so laut schnarchen, wie ich möchte. Und ich bin ja so einsam. Er sollte mal eine Runde Lonely spielen. Dann such dir doch eine nette Frau. Ich bin so schüchtern, sonst traue ich mich nicht. Nun, du kannst doch sowas üben, oder? Keiner mag mich. Sollen wir nicht erlösen, ey? Der arme Irre wird einsam sterben. Kann man nie wissen. Und dem dürfen wir tatsächlich nicht helfen. Nein. Quest. Na, schade, dann wird der arme Irre eben irgendwann einsam sterben. Ich finde es übrigens schön, dass wir so einen großen Schrank haben, dann einen kleinen Schrank haben und dann Fass und Kiste. Das hat er sich wirklich sehr schön eingerichtet, muss ich sagen. Wenn wir irgendwann mal eine Firma gründen, dann sollten wir die auf jeden Fall Kisten und Fässer nennen. Ja, Kisten und Fässer AG. Vor allem, wir haben dann überhaupt nichts damit zu tun. Ja, genau. Wir haben den Google-Suche gefunden. Ich dachte, ich stelle Kisten und Fässer her. Nein, wir machen Indie-Spiele. Ja, stellen Indie-Spiele. Ja. Ja, einfach durchklicken. Kisten und Fässer AG. Das klingt eigentlich ziemlich geil. Oder Kisten und Fässer GmbH. Ja. Also, das hat auf jeden Fall Potenzial. So. Hast du schon um? Stimmt. Ich meine, das Haus ist echt groß, ne? Dafür, dass da nur eine einzige Person drin wohnt. Hat man doch bestimmt sehr viel Lust drauf, sowas Großes dann zu haben. Normale Garderobe. Warum muss das überhaupt erwähnt werden? Ja. Juckpulver. Schön, die Leute haben aber auch immer alle komische Häuser. Ich meine, ist das hier ein Turm oder so? Ja. Oder warum ist das so viel kleiner als die untere Etage? Ich weiß es nicht. Warum baut man so ein Haus? Es gibt für alles einen Grund. Hallo, habt ihr... Rainer, die weibliche Form von Rainer. Hallo, habt ihr vor, in Ulram einzuziehen? Boah, eine sehr direkte Frage. Nein, wir wollen hier nicht wohnen. Aber möchten Sie nicht vielleicht nach Hanuta ziehen? Nun ja, ich kann es auch nicht bedenken. Hier passiert nicht allzu viel. Mir ist langweilig. In keiner Stadt irgendwo auf der Welt passiert irgendetwas. Vollkommen egal, man. Wir sehen uns trotzdem überall gerne um. Denn es ist die Aufgabe eines Helden, nach Problemen zu fragen und Häuser zu looten. Bitte übertreibe nicht. Wir sind keine Helden. Ihr seid Helden? Ich bin der große Held. Die beiden dort sind meine kleinen Handlanger. So. Wenn du das nächste Mal heulst, weil du die Konservendose nicht aufbekommst, dann komm bloß nicht zu mir. Es gibt also Konservendosen in dieser Welt. Scheinbar. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wann die Konservendose erfunden wurde. Spät wahrscheinlich. Haha, hier drin liegen Kochmützen. Komm, Alan. Geh mir weg damit. Also ich meine, so spät wahrscheinlich nicht, aber das ist irgendwie sinnvoll im Allgemeinen gebrauchbar. Vielleicht vor 200 Jahren oder so. Ich denke mal auch Industrialisierung oder so. Na, also das ist... Der Fluss mit der tollen Brücke. Wieder mal nichts Gutes stehen hier im Regal. Laut Buchrücken scheinen beide Bücher sich zu ähneln. Besonders fällt auf, dass der Protagonist in beiden Fällen gleich heißt. Was soll man davon nur halten? Er ist immer wieder Alex. Ja. Noch hier wieder ein riesiges Haus. Er steht auf jeden Fall auf große Häuser. Was ist das? Soll das ein Löffel sein? Seltsam, man. Das könnte auch eine Gabel sein, ey. Es ist ein Löffel, mit dem man gabeln kann. Wie überaus spitz, finde ich. Aha. Damit hat also seine Zeit verplempert, sowas zu schreiben. Aha. Ich muss sagen, es ist immer noch besser als in Vampire Stone 2. Ja, aber das ist jetzt keine Leistung. Es ist schon eine kleine Leistung. Nein, das ist keine Leistung. Margit Sonic schreibt immer noch bessere Texte als Malix, ja. Das bedeutet also, wenn irgendwann Vampire Stone 3 kommt, dann wird Margit Sonic dort einfach mal Textwriter für Malix. Ja. Vor allem ist auffällig, dass nur ein kleines Fach vorhanden ist, in dem sich Sachen für einen Mann befinden. Tja, ihn hier ist auch immer sehr einnehmend. Jetzt spricht er einfach über seine Frau. Aber wir wissen doch, dass er das alles vorher gemappt und Text reinkopiert hat, noch bevor er sich eine Story ausgedacht hat. Oh man, da kann ich auch ein Lied von singen, ey. Das ist so krass, das ist so dumm. Einige Kochbücher finden sich hier. Nein, willst du sie nicht haben?
das ist auch wieder, das erinnert mich so ein bisschen an Tunguska. Meister eurer Aussprache. Das wäre schön, wenn wir wenigstens solche lebendigen Charaktere hätten wie in Tunguska. Ja, ich meine, die Tunguska-Charaktere und die Charaktere hier, das ist jetzt... Ich meine, ich muss sagen, die Charaktere in Tunguska waren so ein bisschen nervig, aber sie hatten wenigstens so ein bisschen Charakter. Ja, sie hatten wenigstens Eigenschaften gehabt, auch wenn die, ne? Ja, ja. Hallo, ihr Fremden, was treibt euch denn nach Ulram? Nun... Wir waren schon vor vielen Jahren in Ulram und wollten mal sehen, wie es sich in der Zeit verändert hat. Vor vielen Jahren. Sieht alles noch genauso aus wie vor 100 Jahren. Ulram ist ein kleines Dörfchen. Nein, ich finde, das ist... pass auf, also dieses Armendorf wurde als Stadt bezeichnet. Das ist jetzt ja ein Dorf. Was ich interessant finde, ist, es gab diese komische Krankheit. Aber scheinbar ist keine Stadt von damals irgendwie ausgestorben. Nein. Außer Hanuta. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Das merkt man, aber einen gewissen Charme hat es doch. Das will ich doch meinen. Wobei Hanuta jetzt natürlich erst seit kurzem leer sein kann. Denn ja. Sonst müsste die Stadt ja viel verfallener sein. Es gab da jetzt die Beben. Ja, ja, ich weiß. Das böse Beben, das den armen Atze befreit hat. Ich weiß, dass hier oben irgendwo... ein Schatz versteckt ist. Ja, hier haben wir eine Quest. Haben wir schon drinne? Nein. Ich glaube, die Oma gibt uns eine Quest. Hier befinden sich einige Teppichreste. Was hat sowas hier drin zu suchen? Tja, manchmal sollte man doch nicht hinter verschlossenen Türen schauen. Meist lautet ein bitteres Geheimnis dahinter. So weit würde ich bei den Teppichresten nun auch nicht gehen. Okay. Es gibt hier keine verschlossenen Türen. Richtig. Fisch. Okay, das war bisher der beste Text. Nein, leider nicht. Also, da muss ich sagen, ein paar Texte waren tatsächlich sogar ganz gut. Ja, ja. Habt ihr meine Handcreme gesehen? Sie muss hier irgendwo sein. Nein, tut mir leid. Da habe ich nicht drauf geachtet. Wow, sie geben also zu, dass sie sich hier im Haus umschauen. Sie geben es zu. Das ist doch völlig in Ordnung. Bei der alten Frau kann man es doch machen. Naja, wieso auch? Genau, man, diese Creme biegt deine Gichtkrallen auch nicht mehr zurecht, ey. Unverschämter Bengel, mach, dass du rauskommst. Reg dich nicht zu sehr aus, sonst platzt dir noch ein Altersfleck, ey. Jetzt platzt dir ein Altersfleck. Ich sag dazu nichts. Nein. Aber hier kann man auf jeden Fall gut lernen, wie man alte Leute richtig schön dumm machen kann. Das merke ich mir auf jeden Fall. Ja. Tomaten, ob ich die mal zu platzen lasse, ey. Halt die Flossen bei dir. Menno! Wird doch grapschen, oder wie? Was er sonst gar nicht darf und dann nicht kann. Vielleicht ist das ja nur ein Push-Up bei ihr. Und eigentlich... ist es nur ein Push-Up. Vielleicht, weil ich halt Thailand halt nichts und deswegen... Lenny dieses, oh Gott, zieh bitte wieder dein BH an. Anzüge aus Gummi. Ihr sollt das Haus schnell verlassen, ey! Ja, ich bin nur, weil sie ein hübsches Gesicht hat, ne? Aha. Liebe der Senioren, die geheimen Stellungen des Opa Halauga. Ich habe selten Angst, aber nun habe ich welche. Kretan, ja, Kretan. Ja, das ist Kretan. Hallo. Hallo. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Dasselbe wollten wir dich fragen. Ich bin gesund, ich kann laufen, ich kann denken, alles bestens. Mir geht es gut. Sieht nicht so aus, als würde dieses Haus bald zum Verkauf stehen, ey. Du bist unmöglich. Aha. Ja, ich meine, so wie Alex habe ich auch mal irgendwelche alten Leuten eingequatscht, als ich so 13, 14 war. Ne? Ja. Schaut mal, ein Fisch liegt im Regal. Sieht nicht so aus, als wären die Bewohner des Hauses noch ganz bei Sinn. Weil er ein Fisch ist. Der Entwickler des Spiels wahrscheinlich auch nicht ganz bei Sinn. Und was ist, wenn das ein Räucherschrank ist? Räucherschrank? Keine Ahnung. Hier finden sich Strümpfe. Gibt es so etwas, einen Schrank, in dem man Räucherware lagert oder wie? Naja, also da, das kann man machen, ja. Du hängst ja das Räucherzeug auf. Ja. Siehst du? Das machen sie in dem Schrank. Das kann durchaus sein. Ja, ein Schrank voller Wurst. So. Hier ist eine Geldbörse und daneben liegt ein Trank. Beides muss der Frau aus der Tasche gefallen sein.
Aber wir sollten ja nur die Geldbörse zurückbringen. Geldbörse erhalten, kleine Tränke erhalten. Ein kleiner Trank lohnt sich nicht zu behalten, den können wir auch zurückbringen, um mehr Erfahrungspunkte Wow, kassieren. 100 AP. Wie gesagt, es lohnt sich einfach nicht. Richtig. Wo waren das? Hier gleich drin, oder? Das war das erste Hausdorf. Puh. Ich denke, es war hier. Warst du im Keller? Nein. Nee, oben. Ich denke, hier, ja. Habt ihr die Geldbörse gefunden? Hier ist sie. Kleines Fell erhalten, Gegengift erhalten, 4000 Erfahrung. In Stufe 9, Alex Stufe 9, Helden Stufe 9. Wir Ja, waren ja schon mal Stufe 9. richtig. Ich muss das noch nachspielen. Das machst du auch bestimmt. Genau. So, okay, dann haben wir auch diesen Ort erkundet. Dann suchen wir uns noch einen raus. Dann suchen wir uns noch einen raus. Nehmen wir einfach mal. Und haben noch eine kurze Sidequest. Kannst du mal nachgucken. So, Nebenaufgabe. Genau, ja, Sehen das haben wir noch ein. nicht. Ja. Das bringt Okay, 30.000 Erfahrungspunkte, das klingt Punkte. nach 0,70 Level. 15.000 für Das das. klingt auf jeden Fall interessant, aber auch nach einem Die hohen Level, Pilze sind Level hohes Level. 18. 35.000, nee, das machen wir jetzt noch nicht. 15.000 Kronen, die 15.000 HP. Das könntest du machen. Dann zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert mit dem Geld bekommen im Spiel. Endlich viel Geld bekommen. Genau, gucken wir uns das mal an. Dann können wir die Quest sozusagen gratis machen. Genau. Wir dürfen uns ja 30.000 Goldstücke holen. Aber das geht. Jetzt muss ich nur überlegen, dass ich den richtigen Ort finde. Das geht, sobald ihr die Vogelverwandlung habt, ne? Also ab dann ist es möglich und ihr müsst mindestens ein Gold haben. Also eine Krone, meine ich. Ja. Das müsst ihr haben, ansonsten könnt ihr das nicht machen. So. Muss ich aber ein bisschen gucken, wo es ist. Also mich irgendwo, irgendein Ort hier im Norden. Nee, der dürfte es nicht sein, aber ich schau trotzdem mal rein. Was ist hier los? Es sieht alles so ausgestorben aus. Scheiße, hier wollte ich nicht rein. Oh man, das sieht nach Story aus. Vielleicht sind alle in ihren Häusern. Schauen wir mal. Verdammt. Können wir einfach wieder rausgehen? Nein, hör auf, Es ist Steve. eine Sequenz, ich Ich kann nichts weiß, ich tun. weiß. Ah, da sind sie doch, man. Was auch immer ihr in euren Händen machen müsst. Doppeltester, was gedenkt ihr zu tun? Es kann nicht sein, dass wir weiterhin von diesem Zauberer erpresst werden. Aber, wie ihr selber seht, meine Getreuen, ich bin nicht mehr der Jüngste. Meine kämpferischen Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Ebenso ist es nur zu deutlich, dass auch niemand aus Leoric ein Kämpfer ist. Und König Genas wollte uns einige Leute zukommen lassen, die. Es ist alles ein Satz, ja? Die uns helfen können, sobald er jemanden entbehren kann. Wie ungerecht. Die Zeit hat mich gelehrt, dass es nicht immer gerecht zugeht. Steve, der gehört mir. Und wer sind die? Seid ihr etwa die Abgesandten des König Genas? Ja? Euch schickt der Himmel, doch seht ihr nicht nach fähigen Kämpfern aus. Oh man, Opa, ey, ich richte dir gleich den Bart, man, dann siehst du, wie fähig wir sind. Schon gut, ich wollte euch nicht beleidigen. Aber ich dich, man. Und wir ziehen uns erstmal zurück und ich erkläre euch, was unser Problem ist. Keine schlechte Idee. Nun erzählt uns in Ruhe, was passiert ist. Vor einiger Zeit tauchte hier plötzlich ein Zauberer mit einer grausigen Aura auf. Und weiter? Ich möchte jede Woche 25.000 Kronen von uns haben, sonst will er unsere Stadt dem Erdboden gleich machen. Wisst ihr, wann er das nächste Mal auftaucht? Nein, ich soll die Kronen zu seinem Turm bringen. Wo ist denn der Turm? Der Turm befindet sich etwas weiter westlich von hier. Dann werden wir dort mal vorbeischauen. Aber nicht mehr heute. Sowieso nicht, das ist auch im Level 60 Quest oder irgendwas in der Dreh. Das wird extrem lange dauern, bis wir dort sind. Also, das ist definitiv auch Und ein eine. fliegendes Haus. Das ist eine Quest, die machen wir erst sehr spät.
Weil es ist definitiv eine der. Ich finde dieses Chipset, was in dem Haus verwendet wurde, interessant. Ich frage mich echt, aus welchem PlayStation-Spiel das ist. So, das wenn ihr es wisst, Leute, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und hier sind wir sogar richtig. Geronas. Hier wollte ich hin. So. Sieht doch im Gefängnis aus. Ist es aber nicht. So können wir hier Glücksspiel betreiben. Ah, sehr schön. Und zwar mit Truhenraten. Guten Tag, ihr Lieben, habt ihr Interesse an Truhenraten? Alle anderen Spiele sind übrigens Quatsch. Wir erkunden die Stadt erst später genauer. Ich will euch nur bisher das Truhenraten zeigen, ne? Okay. Ja, dann spielen wir das mal, ne? Was ist Truhenraten? Erfahrung trainiert wie folgt. Ihr setzt eine beliebige Summe Geld. Dann teleportiere ich euch in einen Raum, in dem ihr je nach Runde eine Truhe aus einer gewissen Anzahl Truhen auswählt. Die Preise fallen je nach Runde anders aus. Man kann nach jeder Runde aufhören zu spielen. Im Folgenden nenne ich euch die Preise. Runde 1, ein Sitz verdoppelt. Runde 2, ein Sitz verdreifacht. Runde 3, ein Sitz vervierfacht. Legt ihr einmal daneben, ist euer gesamter Einsatz weg. Ja, und da wir speichern können und Speichern nur 1000 Gold kostet, das man nicht freispeichern kann, ja, kann man sich ja hier sein Gold unendlich häufig verdoppeln. Oh Mann, ey, das ist natürlich cool. Und dadurch kriegst du hier unendlich viel Geld, sobald du den Vogelmodus ganz hast, dadurch freispeichern. Geil, das ist ziemlich gut. Ja, und da wir für 1000 Gold uns auch 10 Stats-Punkte kaufen können, bekommt man hier quasi auch unendlich viele Stats, also Max-Stats. Einfach jetzt schon, bam. Was wir aber nicht machen werden. Sondern wir werden nur 15.000 holen, damit wir... Wir nehmen jetzt 30.000, denn wir haben 10.000 im ersten Schloss, 20.000 im zweiten Schloss. Pro Schloss quasi die Anzahl mal... Das Schloss ist mal 1.000. Okay. Das ist quasi... mal 10.000. Das ist quasi die Belohnung für die Schlösser für uns. Ja, wir möchten spielen. Wir setzen 5.000. Wir haben ja gespeichert. Wow, es ist so, dass es die ist. Das war geraten. So, haben wir 10.000 bekommen. Nein, jetzt haben wir 5.000 bekommen, weil wir haben 5.000 Gold gemacht. Genau. So. Dann möchten wir spielen. Und setzen 10.000. Mach das mal. Glückspilz. So. Damit haben wir jetzt 15.000 Kronen gemacht. Ja, genau, 15. Genau. Und jetzt können wir nochmal 15.000 setzen und dann haben wir unsere 30.000 bekommen. Ja, stimmt, das ging echt ganz schön fix. Ja. Ihr seht, wie schnell ihr einfach hier jetzt euch Max Gold holen könnt. Wie gesagt, ich werde das jetzt immer off-cam machen. Ja, das ist echt praktisch, wenn man seinen Einsatz einfach verdoppeln kann, ja. Oh. Da wir hier aber kein VX-Spiel spielen, kannst du einfach ganz gemütlich jetzt selbst drücken. Genau. So, ja, wir möchten spielen. So. Gratulation. Krasse Skills, oder? Auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir uns unser Gold geholt. Und dann erledigen wir schnell noch die Quest, geben sie einfach mal ab, ne? Dass wir die Belohnung sehen, würde ich sagen. Du weißt ja überhaupt nicht noch, wo die Stadt war. Ja, wir müssen ins Armendorf. Das ist auf den großen Kontinent. Die Frage ist nur, war das Armendorf nicht im ersten Teil noch voller Schwarze? Ja. Wie sind die in den 100 Jahren weiß geworden? Es gibt keine Schwarzen mehr, Schwarzen sind ausgestorben. Die wurden wahrscheinlich alle von der Krankheit dahingerafft. Ja. Ja, hat sich halt jemand um dieses Dorf gekümmert, ne? So, ich glaube hier. Oder war es Hanuta? Nein, ist Hanuta. Das war nicht Hanuta. Das ist Hanuta? Weiß ich nicht. Hinten ist hier links. Und hier will jemand von uns 15.000 Kronen haben. Okay. Und das ist gleich hier. Genau. Hallo, Fremde. Oh. Musst du den Dialog jetzt echt nochmal angucken? Nein, natürlich nicht. So. Ach ja, stimmt, wir waren ja noch gar nicht. Doch, waren wir. Das ist gespeichert. Das ist, auf der anderen Insel waren wir noch nicht. Ach so, okay, gut, weil der Dialog trotzdem nochmal kam. Das, ja. Ach so, deswegen, weil... Er hat ja nur einen Switch vergessen. Ja, ist okay. Hier hast du es.
Leider kann ich euch nicht dafür geben. Das ist auch nicht nötig. Erfahrungspunkte reichen uns völlig aus. 10.000, aber wir bekommen doch was. 15.000 Erfahrungspunkte. Ja, in Stufe 10. Yay! So. Nope. Tim, das kann man machen. Haben wir es für heute erstmal geschafft, ne? Genau. Beim nächsten Mal geht's dann vielleicht sogar schon mit einem Dungeon mal wieder weiter. Das wäre interessant, aber erstmal musst du noch offscreen ein bisschen was nachspielen. Genau, genau. Ich war DC Steve und... Euer Let's Play Retro. Möglichkeit macht mit euch sein. Tschö, tschö.